Hallöchen, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück bei Alien Isolation. Ist das wohl jetzt wirklich unsere letzte Folge sein wird? Denn wir spielen jetzt noch das letzte DLC, was ich habe dazu. Das ist das letzte Überlebende. Und darum geht's, dass Ripley die einzige Überlebende ist von der Nostromo, dass die davon fliehen muss und das Alien darauf vernichten muss. Wie auch im Film. Und deswegen, wir spielen's mal im Modus schwer, weil Albtraum ist ohne Map, ohne Karte. Und da weiß ich natürlich nicht, wo ich dann dahin muss. Das kann ich jetzt auch nicht wirklich verraten. Ich denke und hoffe mal, dass es eine Folge wird und nicht 2, 3, 4, 5. Da habe ich jetzt keine Ahnung. So, jetzt haben wir so ein paar schöne Schriftzeichen. Typisch für die 70er. Relation of potential protesters to escape. Gut, ich habe nicht alles gelesen. Gebe ich zu. Wir versuchen unser Glück mit dem Shuttle. Gut. Wir werden Kühlmittel für das Belüftungssystem benötigen. Parker, ich habe das Shuttle angeschmissen. Sind die Kühlmitteltanks bereit? Wir sind dabei. Können Sie uns hier unten unter die Arme greifen? Hier, wo ist denn hier unten? Okay, wir haben eine Karte. Das ist schon mal gut. Okay, wir müssen hier raus. Das weiß ich nicht, können wir hier... Ah, guck mal, Bindemittel. Vielleicht sollten wir erst noch eine Runde zusammensuchen. Wie du siehst, ich habe eine neue Webcam bekommen. Die habe ich meinem Arbeitskollegen und Kumpel Sven zu verdanken. Sven, hier in diesem Sinne, vielen lieben Dank dafür. Das ist jetzt die erste Aufnahme, dass die auch gleich schon zeitig kommt, hätte keiner gedacht. Aber ich natürlich, na klar. Ja, nun heul nicht rum da, Maka. Alter, der Stress hier am frühen Abend, das geht gar nicht. Ich bin gerade von der Arbeit nach Hause gekommen. Mein Gott, Alter, was für ein Auftakt. Mega. Okay, das schreit schon mal nach mehr. Jetzt muss ich mir erst nochmal wieder hier an die Steuerung gewöhnen. So, wir müssen wahrscheinlich dann hier runter. So leuchtet es zumindest ein. Man kennt das ja vom Spiel. Und jetzt? Alter, nicht dein Ernst. Was ist das denn hier für eine Map? Oh, ich merke schon, das wird mit Sicherheit wieder ein bisschen mehr. So, wir müssen hier einmal rumtoben. Komponente B. Lambert? Nein. Lambert! Parker! Wo müssen wir hin? Da sind fast da, okay. So, wo sind sie? Oh nein! Heben Sie die Verriegelung im Maschinenraum. Ach du Scheiße, Alter. Hier, das ist natürlich auch ganz cool, ne? Zack, Screeny, mal gucken. Oh Gott. Ach du Scheiße, ich höre das Alien. Oh fuck, Alter, wo müssen wir hin? Natürlich. So, wenn er rechts ist. Ohne zu gucken. Wir laufen einfach mal links rum. So, ich hoffe mal, hat er uns nicht gesehen. Können wir da schon raus? Ja, es war klar. Scheiße. Hallo! Scheiße, ey! Fuck! Ich dachte, ich könnte ohne Flammenwerfer auskommen. Ich dachte, ich könnte noch so ein bisschen mir aufsparen, so eine Kacke, Alter. Naja, hat er uns doch schon gekriegt und das Alien ist wieder da. Sind die Kühlmitteltanks bereit? Wenn wir uns jetzt beeilen? Hallo, hallo, hallo? Aber ich glaube, das ist vorprogrammiert hier. Das. Also, Alter, das ist natürlich buggy hier, ne?
So, pass auf, dann legen wir nochmal Sprint hin. Oh mein Gott. Das war klar. Natürlich schon ein leckeres Schauspiel, ne? Lambert? Lambert! Parker! Okay, da sind sie dahin gerafft. Oh Mann! Oh Mann! Komme ich da nicht auch weiter, wenn ich in den Raum... Nee. Aber da ist die Tür. Das ist diese Tür hier jetzt links. Hier, genau. So. Oh Gott. Kennen wir ja schon. Ja, genau. Oh Gott. Das müssen wir wieder irgendwie zurück. Ich latsche mal hier durch. Und habe die Hoffnung, dass wir Miss Ellie hier heute nicht begegnen. Nicht mehr begegnen. Sind wir ja schon einmal begegnet. Und ich hoffe, wir müssen da nicht mehr hin. Es ist tatsächlich so ein bisschen spannend hier. So, Miss Ellie, wo bist du? Ich hoffe ja mal nicht hier. Bitte funktionier. Bitte. Danke. Gerne. So, wo müssen wir hin? Doch, da. Okay. Ah, hier. Das sollte reichen. Und jetzt haben wir Strom. Aktivieren Sie die Selbstzerstörung der Nostromo. Ja, Nick. Alter, das ist nicht dein Ernst. Oh Mann, ey. So, jetzt haben wir hier Strom reingesetzt. Und jetzt müssten wir eigentlich erstmal ein Stückchen weiterkommen. Scheiße, ist das spannend. So, und jetzt? Siehst du, sind wir hier schon mal durch? Da. Scheiße. Wo ist er? Da müssen wir raus und dann rechts. Okay. Boah, Alter! Du Drecksau, ey, du Drecksau! Scheiße! Hey, Hammer! Oh, ich bin wach! Ich bin wach! Cool, war eine geile Nummer, war eine geile Nummer. Schön gemacht! Schön gemacht! Jetzt brauche ich mich auch nicht zu wundern, warum das eben so ruhig gewesen ist. Alter Schwede! Warum ist hier die Tür auf?
Da hinten ist er. Scheiße, Alter, so muss ich hin zur Tür. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ja, fast. Da ist er. Haut nicht so ganz hin. Da hinten ist Miss Ellie. So, Miss Ellie, wo bist du? Wo willst du hin? Geh weg. Mach eine Mücke, bitte. Ich will nicht schon wieder sterben. Du kannst gehen. Bitte, du kannst gehen. Du kannst doch bitte gehen. Hau ab, komm. Ich muss ja so ein bisschen zuhören. Es tut mir leid, dass ich gerade so wenig sage. Aber ich muss hören, wo der hinlatscht. Reiß dich zusammen. Hallo? Hallo? Miss Ellie? Mensch, geh doch bitte. Geh doch bitte mal weg. Na Gott sei Dank. So, und jetzt? Wie soll ich denn da hin? Wo muss ich überhaupt hin? Also in die Richtung muss ich, okay. Kannst du noch nicht mal unten durch. Schön. Oh oh. Alter, das wäre mir ins Auge gegangen. Na, gucken wir hier nochmal rein. Hau ab jetzt, Mann. Du warst doch schon raus. Alter Schwede. Och Mensch, nun hau doch einfach ab, ey. Du blödes Drecksvieh, echt. Aber ich will auch nicht unnötig meinen Flammenwerfer hier jetzt vergeuden. Ich habe nur so wenig Schuss. Heiner. Sei gegrüßt, alte Lome. Ha. Oh nö, dann kann ich nämlich hier irgendwo... Ah, siehst du, den Hebel benutzen. Oh ja. Mach ruhig noch lauter. Ist voll okay. Schon voll easy.
ist der hin? Scheiße, ey. Das gibt's doch gar nicht. Tot. High five. Mann. Jetzt nicht wieder von da hinten. Bitte, bitte nicht. Gott sei Dank. Ey, da habe ich halt noch Glück gehabt, dass ich gerade so durch die Tür durch bin. So, und ja. Ey, nicht dein Ernst, ne? Achso, hier kann ich auch durch. Okay, das wäre sonst unlogisch, wenn ich hier die Tür aufmache und da hinten lang müsste. Das wäre ja Quark. So, was haben wir hier? Da müssen wir... Oh. So, komm mal her, wir toben hier mal durch. In der Hoffnung, dass wir hier nicht gecasht werden jetzt. Oh, da ist er offen. Oh, oh, er ist hier näher. Schächte drin. Nächste links raus. Bitte? Und jetzt? Andersrum. Bin ich hier safe? Oh. Bin ich hier richtig? Natürlich nicht. Muss hier lang. Fast. Fast. Wo lang? Geradeaus. Bloß nicht vom rechten Weg abkommen. Alter Schwede, ey, wo lang? Boah, kann ich hier irgendwas drücken? Er kommt. Oh, Scheiße. Bin ich hier richtig? Ja. Hier rein. Und jetzt? Ja, was muss ich drücken, Alter? Hier. Oh, was? Mann. Ah, hier. Ah, alles klar. Okay. Ah, jetzt geht die Klappe auf. Ach hier, gucke, das kennen wir doch schon. Ja, wie die Tochter, so die Mutter. Aber jetzt siehst du natürlich auch, wie das ist mit den Knöpfen. Warum die da in der Story, in der Hauptstory, die ganzen Knöpfe gedrückt hat. Die mussten erst natürlich noch aktiviert werden, klar. So, jetzt haben wir 165 Flammenwerfer, cool. Aber das kennen wir schon, die Situation aus der Story... wo sich die Lütsche Amanda, wie die Mutter hier, aus dem Raumschiff bzw. aus der Station rausgesprengt hat. Das hier ist das Raumschiff. So, aha, gucke, da ist jetzt aktiv. Diese Bilder, diese Farbgebung hier rechts auch, wie er so hochfährt, das kommt ja in der Hauptstory gar nicht so zur Geltung. Das muss ich ja echt sagen, das ist hier schon viel geiler gemacht. Das war's. Ne, ich muss ja noch einen. Das ist ja Quatsch. Oder habe ich eine falsch in falscher Richtung aktiviert? Achtung, der Selbstzerstörungsmechanismus wurde aktiviert. Entkommen. Na. Natürlich, ich muss hier wieder zurück zu der Leiter. Was? Oh, Scheiße, Alter. War das hier lang? Ey, da siehst du ja gar nichts. Also.
Miss Kitty ist doch hier auch irgendwo. Na, wo bist du? Olle Schreckschraube. Irgendwo bist du doch hier auch. Alter, du siehst gar nichts, ey. Du siehst überhaupt nichts. Wo ist er? So, jetzt müssen wir am besten den nächsten Raum links. Dass wir nicht so in der Haupttour sind, oder? Oder? Ich jetzt gerade auslaufe? Schnell. Cool, die singt. Fuck, Freunde, Alter. Da ist er. Wie geil das ist, die singt. Der ist noch hier. Oh Scheiße, der ist noch hier. Oh Mann. Alter, 3 Minuten noch, die tickt noch nicht ganz richtig. Freunde, da stehen wir durch hier, ne? Seid ihr bei mir? Steht mir bei. Bitte. Ein Katz-und-Maus-Spiel hier. Komme gerade vor wie bei Tom und Jerry. Oh, jetzt kommt der wieder, ey. Mann! Was willst du hier? Hau ab, Macker! Achtung! Der Selbstzerstörungsmechanismus wurde aktiviert. Der Kampf zur Sprengung des Schiffs beträgt 2 Minuten. Oh, weia. Fuck, das wird eng. Es hilft nichts. Ich muss mich, glaube ich, dem 1:1-Kampf stellen. Ob ich das will oder nicht. Ich muss mich dem Kampf stellen. Scheiße, wo muss ich lang? Wo muss ich lang? Ich muss doch hier irgendwo lang, geradeaus. Oh nein. Oh nein, ich packe es nicht. Ich packe es nicht. Los, hoch da. Hoch, hoch, hoch. Komm, Ellen, hoch. So, wo musste ich jetzt lang? Hier, ist richtig? Oh Mann! Mach hin, komm, ich muss laufen. Es ist scheiße. Ich muss laufen. Oh nein, ey. Ich rasche durch, scheiß drauf. Oh fuck, ich muss weg, ich muss weg, ich muss raus. Hab ich's gepackt? Letzte Meldung vom interplanetaren Raumfrachter Nostromo. Hier spricht der dritte Offizier. Die anderen Besatzungsmitglieder. Kane, Lambert, Parker, Brett, Ash und Captain Dallas
sind tot. Ladung und Schiff sind zerstört. Wenn alles klappt, müsste ich in 6 Wochen die Randzone erreichen. Und sollte ich Glück haben, findet mich eine Raumpatrouille. Hier spricht Ripley. Die einzige Überlebende der Nostromo. Ende der Durchsage. Wir sehen uns bald wieder, Amanda. Sei brav, ja? Ich liebe dich. Okay, das ist, glaube ich, ist das nicht eine Stelle gewesen aus der Story? Ich glaube ja. Zum Schluss, wo sie da in diesen Reaktor rein musste, wo der eine Typ, ach, wir sind durch, gucke, wo der eine Typ, die, wie heißt der denn jetzt? Komme ich jetzt nicht drauf, da bedroht hat, die dann nachher noch gestorben ist wegen der Überspannung vom Reaktor oder so. Ich glaube, das war diese Stelle gewesen. Das ist natürlich cool. So, liebe Freunde, das war wirklich die absolut letzte Folge von mir über von und mit Alien Isolations. Ich habe das Spiel jetzt wirklich komplett durch und werde es mir jetzt auch von der Festplatte deinstallieren, denn dieses Alien verfolgt mich tatsächlich noch bis in den Tod. Und deswegen, ich schmeiße es runter. Dir danke ich fürs Zuschauen. Gib mir 5. Dankeschön dafür, dass du mir hier immer bei der Stange gestanden hast. Ja, nicht falsch verstehen, bitte. Und auch das letzte Let's Play mit einer neuen Kamera, wie du gesehen hast. Wieder, wie gesagt, vielen lieben Dank auch nochmal an Sven, dass er mir diese Kamera gesponsert hat. Ich hoffe, sie ist ein wenig besser. Gut, Freunde, wir sehen uns wieder in einem nächsten Let's Play. Würde mich freuen, wenn du wiederkommst. Bis dahin, ciao!